Der ehemalige UFC-Champion Sean Strickland hat mit einem Streamer ein Sparring gemacht, und zwar mit Sneeko. Und ich sag euch, in diesem Sparring hat Sneeko so auf die Fresse bekommen, das war schon wirklich schwer mit anzusehen. Na jedenfalls, ich möchte gemeinsam mit euch mal auf dieses Video reagieren. Bevor wir jetzt aber loslegen, gibt's erstmal eine ganz kurze Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Die beste Auswahl an Kampfsportartikeln findet ihr immer bei kunpon.de, und mit meinem Rabattcode RING10SPORT, der da immer noch satte 10%. Let's see the influencer. Let's see the influencer. Come on, bro. You're gonna be a fucking man. Let's be the. Let's see the influencer. Oh my God. Arthur. Ey, ich hatte eigentlich erwartet, dass Sean Strickland direkt von Beginn an reinhämmert wie so ein Psychopath, aber der ist ja noch komplett ruhig am Anfang. Der sagt so, ey, lass mal den Influencer sehen, steht da einfach nur wie so eine Mauer und blockiert die Hände. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. So you imagine if you knock me out, how cool that would look for your, you could actually accomplish something by doing nothing. Ey, Sneeko ist nicht mal schlecht. So, wenn ich mir das jetzt so anschaue. So rein boxerisch, wie er sich bewegt und schlägt, ist okay. Ist wirklich okay. You know, as his round progresses, the second notice it works for you. Double up the punch, Sneeko. Nein, wirklich. Ist wirklich okay. Für einen, der irgendwie keine Kampferfahrung hat oder ich auch keine Kämpfe hat und so, ist wirklich okay. We have 4 minutes. As we get closer to the 3 minute mark, you're about to feel a significant more amount of pain. They should be setting in right now, and nothing you can do can hurt me. And this is a moment that as you're realizing, you're about to have a really bad fucking day in the next minute. Das Geilste ist einfach, wie Sean Strickland einfach einen kompletten Dialog mit ihm führt. Oder eigentlich ist es kein Dialog, weil er redet mit sich selber, ein Monolog. Und ihm gerade dabei ganz in aller Seelenruhe erklärt, was gleich passieren wird. Er meinte, ja, die erste Minute ist rum, wir sind bei Minute 4. Und sobald wir bei Minute 3 ankommen, werde ich langsam den Druck aufbauen und du wirst eine gewisse Menge an Schmerz verspüren. Ja, und dann macht er weiter Druck und dann sagt er so, ja, mittlerweile sollte dir eigentlich klar sein, dass du, egal was du wirfst, mich damit nicht verletzen kannst. Und jetzt wird es gleich richtig ekelhaft werden für dich. Here we go, bro. You're doing so good. There's this moment you're realizing that you cannot hurt me. Go grab the mic. Good work. No way, no way, it's coming. You're a very tough influencer. 3 minutes left. Is it set in yet that you're about to get hurt? No, you're good. You're good, bro. Oh! 2 minutes. In your brain, halfway. Did you think this is how it was gonna go? Halfway. Sneeko is not doing bad. Let's go. He's hurt. He's hurt. He's not in trouble. Ooh. Yeah, nice. Ooh. Good work. Let that right hand go. What time we have? 2 minutes. 2 minutes. I want to enjoy this a little bit longer. Let that right hand go, Sneeko. There you go. Oh. Oh, jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's hässlich. You can plant, 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 you can plant
Aber was soll das, jetzt mal ganz ehrlich? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, ja? Nee, also wirklich nee, nee, Mann. Schau mal. Du bist ein Weltklasse-Fighter, ja? Wirklich Weltklasse-Fighter. Du wiegst. Sneeko ist ein Lauch, der wiegt was 70 Kilogramm maximal, wenn er rumläuft oder so, plus minus. Sean Strickland wiegt wie viel? 100 Kilogramm mit Leichtigkeit außerhalb der Kampfphase. Ganz easy 100 Kilo, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und der brettert ihm hier gerade Hände auf den Kopf gegen einen unerfahrenen Typen, der einfach nur ein bisschen sparring wollte. Der haut ihm so gegen den Kopf gerade, dass sogar Leute reingehen müssen, um ihn zu bremsen. Weißt du, also so haue ich jemanden, wenn ich wirklich Hass habe und den brutal ausnocken möchte oder so, weißt du? Aber doch nicht jemanden, der irgendwie vielleicht ein bisschen Sparring machen wollte. Der arme Junge, ich habe das Gefühl, der fängt gleich an zu weinen, Mann. Hey, you didn't fall, Sneeko. Good job. World Champion. Ja, Junge, schau dir mal an, der hat schon Tränen gefühlt im Auge, ja. Ich hab da wirklich Mitleid mit sowas, wirklich. Mir tut sowas einfach nur wirklich leid. Also das war wirklich... Von Sean Strickland kann man echt halten, was man möchte. Er sagt sehr viele verrückte Sachen und so, weißt du, aber das eine ist, verrückte Sachen sagen ist eine Sache. Ja, klar fühlen sich auch da Leute vielleicht ein bisschen beleidigt und sowas, aber jemanden wirklich mit voller Absicht Hirnschäden zu verpassen. Wenn ich mit jemandem in den Ring steige für ein Sparring und der Typ absolut unerfahren ist, das ist, du kannst den Typen ermorden im Ring. Deine Erfahrung macht deine Hände zu wirklich zu tödlichen Waffen. Der Unterschied in den Levels im Kampfsport zwischen einem Anfänger und einem, der zum Beispiel schon 3 Monate trainiert, ist schon riesig. Ein absoluter Anfänger gegen einen, der 3 Monate trainiert, ist schon fast so, ist ein Weltenunterschied. Wisst ihr, was ich meine? Zwischen dem Typen, der 3 Monate trainiert und 1 Jahr trainiert, da ist ein Weltenunterschied. Zwischen einem, der 1 Jahr trainiert und einem, der 3 Jahre trainiert, da ist ein Weltenunterschied. Und jetzt, wisst ihr, diese Unterschiede sind schon riesig und jetzt hast du einen Typen, der komplett neu ist und dann einfach ein Weltmeister in einer Kampfsportart. Schwerer, größer, kräftiger. Ey, der könnte ihn windelweich und behindert prügeln. Ich habe wirklich Mitleid gerade mit diesem Typen. Ich weiß nicht genau, was vorher vorgefallen ist, aber das ist so auf einem Level... Sowas würdest du eigentlich nur jemandem antun, der irgendwie deine Familie beleidigt oder angegriffen oder was weiß ich irgendwas hat. Da hast du vielleicht so diesen Hass und möchtest den einfach so verletzen, dass ihm einfach schlechte Dinge passieren. Aber so? Und vor allem, Sneeko selber hat nur ein bisschen technisch gearbeitet, hier ein bisschen geschlagen, der hat sich auch nicht aufgespielt. Der hat in dem ganzen Sparring hat Sneeko nicht mal ein Wort gesagt. Nicht provoziert oder irgendwas. Der hat das genommen wie ein Mann, die Schläge, der, alles, was Sean Strickland da gesagt hat, ja. Also... Ich weiß nicht. Das war wirklich sehr unkorrekt, finde ich. Ja, natürlich haut er hart, Mann. Der wiegt 30 Kilogramm mehr als du. Weißt du, er sagt, ey, der Typ haut verdammt hart. Ja, weil er 30 Kilogramm mehr wiegt und ein professioneller Fighter ist. Also mit Anfängern sollte man so ein Sparring halt wirklich nicht machen, ja. Ehrlich nicht. Behandle die Jungs halt mit einem gewissen Respekt. Nimm die etwas härter ran. Ja? Schau mal, ein bisschen Härte schadet halt einfach nicht. Im Kampfsport vor allem nicht. Prügel ein bisschen drauf. Ja, hau ein bisschen zum Körper. Soll wehtun. Okay, alles klar. Die sollen merken, dass Kampfsport wehtut auch vielleicht. Ja, aber dann hau halt vielleicht ein bisschen gegen den Körper. Hau ein bisschen gegen die Oberarme, gegen die Arme und so. Ne, aber hau doch einem unerfahrenen Typen nicht windelweich gegen den Kopf. Und mach ihn halt behindert. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Leberhaken. Oder wirklich einfach mal einen Treffer gegen die Brust. Einfach mal so eine Gerade in die Brust, dass die Luft dir wegbleibt. Das tut auch scheiße weh. Das verpasst ja auch eine Lektion. Aber das Gehirn, das ist so zerbrechlich.
Hertha ist gut, aber der ignoriert noch die Handtücher. Ja, das ist halt noch eine Sache. Da sind dreimal oder so Handtücher reingeflogen und erst als jemand in den Ring reingestürmt ist, um ihn abzuhalten, hat er aufgehört. Also die Frage ist, wie lange hätte er dann noch hinterher geprügelt? Noch zweimal, noch dreimal, bis der Typ komplett Knockout umgefallen wäre mit bleibenden Schäden? Oder was wäre passiert?